Freunde, herzlich willkommen bei Kreativ mit N. Nach langer Zeit gibt's mal wieder ein Video von mir und heute möchte ich mit euch diese tollen Frühlingstulpen basteln. Die gehen super einfach, bringen sehr viel Spaß und brauchen nicht viel an Materialien. Schöne Grüße noch an meine Bastelkids, weil mit denen habe ich diese tollen Tulpen schon gebastelt. Ja, Hauptbestandteil ist hier oben einmal diese 3D-Tulpe. Und dafür habe ich diesen Motivblock benutzt. Den könnt ihr in jedem Bastelgeschäft kaufen. Und der enthält ganz viele verschiedene Farben. Diesen speziellen habe ich jetzt von Woolworth. Dazu braucht ihr einen Schaschlikspieß, einmal Krepppapier, ein bisschen Kleber, eine Schere und nicht zu vergessen, die Pfeifenreiniger nachher für die Blätter. Alle Materialien findet ihr gleich noch im Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln und bis bald. Ciao!